Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Rome 2 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit den mächtigen Nubiern. Und mich beschleicht so langsam das Gefühl, dass ich keine zusätzlichen Agenten mehr durch Überzeugung bekommen kann, weil es irgendeinem Grund immer diese gegnerischen Agenten gemeuchelt werden, wie ich sie eigentlich bekommen könnte. Seit dem letzten Teil sind wir auch im Krieg mit den Geten und mit den Ardiai. Ja, die Ardiai haben allerdings nur noch eine Full-Stack-Armee, die irgendwo hier oben rumschipperte. Die sehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Wir könnten mal davon ausgehen, dass sie irgendwo an Land gegangen ist. Wir gucken jetzt erstmal, wie das für uns hier so aussieht mit Malwa. Ja, belagere das mal gerade bitte. Weil das ist ja... Ich dachte, das wäre eine Armee, die da außerhalb stünde. Der Weg ist versperrt. Wir kämpfen für euch, meine Marsch. Wir können hier nicht passieren. So, wir haben drei Armeen. Haben wir tatsächlich recht viel verloren, finde ich. Bereit für Ruhm und Ehre. Mein Herr. In Bewegung, mein Herr. Ich dürste nach einer. Führt mich. Wir kämpfen für euch. Können wir nächste Runde mal ein bisschen plündern, ne? Okay, das können wir mal umbauen. Abreißen. Das können wir mal auch abreißen. Also insgesamt haben wir, glaube ich, den Geten jetzt schon mal ganz gut zugesetzt. Jetzt müssten wir noch mal... Wo kommst du? Nee, ich komme noch nicht hierhin. Ich stelle mich mal direkt hier hinter ihn. Delminium wäre auf jeden Fall noch ganz gut, wenn wir die Provinz bekommen können, oder diese Stadt zumindest, damit wir auch noch ein bisschen belagern und ausrauben können. Musst du hier irgendwas Wichtiges eigentlich machen? Nee, nicht so unbedingt, ne? Können wir hier Handel sichern. Das ist vielleicht eine Maßnahme, ne? Und dann könnten wir hier nochmal ein bisschen nach... Das ist echt so dreckig, ne? Ja, du bleibst mal da drin stehen. In Avessos bleiben wir auch stehen. Wir wollen uns da jetzt nicht zu viele Blößen geben. Ja, okay, gut, dann checken wir nochmal gerade. Haben wir noch Gebäude, die wir ausbauen müssen? Ah, doch, hier war was. Wir bauen gerade die Bibliotheken übrigens aus. Läuft sehr cool. Ja, ich glaube, das war's dann. Ah, ja. Wie kann ich euch dienen? Ja, wir nehmen erstmal die Bewegungspunkte auf unseren Agenten, und das andere ist ja eine, genau, eine Armee, die da noch ein bisschen braucht. Du hast schon Bewegungsbefehl, du bleibst auf jeden Fall da zum Garnisonieren, du bleibst auch da zum Garnisonieren. Du auch. Ah, die Kinder der Kretze einfach nur. Fantastisch.
diese Kinder. Ja, was machen wir mit Odessus? Wir können mit der Armee da auch noch eine Runde drin stehen bleiben. Ist nicht so entscheidend, ne? Sind die alle aktiviert? Oder aktiv? Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich muss gleich nochmal in meine Seite reingucken. Ruhm, Reichtum und ein... Leider nein, immer noch kein Bündnis. Ich kann nochmal nach ein paar Handelsverträgen oder sowas gucken. Ja. Wir versklaven die mal. Wir können ja Sklaven immer gebrauchen. Bringt viel Geld, ne? Oh, ne, ist nicht dein Ernst, ne? Jetzt haben die Skordiska auch noch Delminium eingenommen. Oh, mein König ist abgenippelt. Jetzt muss ich einen davon nehmen. Das ist blöd. Der Maat unwürdig. Selbst mal begehen wir den Priester töten. Da töten wir den Priester. Das Event hatten wir ja schon mal. In Odessus. 16 und 4. Krass, ey. Dann schauen wir weiter. Also. Passt auf die Felsen auf. Die Mannschaft braucht eine Pause. Kannst du da bitte mal angreifen? Wo war die andere Flotte hier, ne? Ja. Wie lauten eure Befehle? Ich erwarte eure Befehle. Haben wir Ephesus? Das wird auch mit hier rum. Wir brauchen definitiv zwei Flotten, um ihn da oben zu kriegen. Der plündert jetzt da. So, dann gucken wir nochmal. Ja, ich kann die nicht konvertieren. Ich bin bei euch, mein Herr. Schlafen, mein Herr. Zu euren Diensten. Ja. Die Flotte meldet sich, mein Herr. Zu dienen ist eine Ehre. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen alles, was ihr wünscht. Ja, das müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles mit dir bereden will. Es bringt mir nichts, den Tag mit euch zu vergeuden. Eure Rede. Mein Freund. Ah, das ist doof. Alles doof. Alles doof. Wen greifen wir denn jetzt als nächstes an? Ich weiß nicht.
genau, Malva, bitte einmal. Das ist einmal das. Okay, gut, ich glaube, bei den Siedlungen ist alles in Ordnung, ne? Okay. Können wir später nochmal machen. So, ich muss einen kurzen Cut an der Stelle machen. Okay, Leute, da sind wir wieder. Viel hin und her. Ich war gestern zu müde und konnte einfach nicht mehr weiter aufnehmen. Das ging bei mir einfach nicht mehr. Okay, gut, ne, ich glaube, das hatten wir echt alles schon gemacht. Jetzt fiel mir übrigens noch was ein, das muss ich gerade mal machen. Und zwar ein Zuschauer von mir sagte, man darf die Agenten nie direkt neben die Stadt stellen, weil die auf dieser Karte die Städte wachsen können. Und gut, hier sind die jetzt alle schon gewachsen, aber weil es dynamische Karten sind, wenn die dann, können die deaktiviert werden, wenn die Häuser in die Reihen wachsen, weil die dann in der Stadt stehen würden und das geht dann halt nicht mehr. Das ist sehr witzig und ich wusste das nicht. Also ein äußerst interessanter Fall, jedenfalls. So, jetzt müssen wir uns Gedanken machen, was wir hier mit dem Burschner anstellen, ne? Sollen wir mal aus, aber Pella hat noch gar keine Garnison, ne? Das ist mir ein bisschen zu riskant. Wie sieht's mit Navissos aus? Navissos sieht okay aus. Wie weit kann ich hier hin? Okay, dann versuchen wir ihn da zu erwischen. Da kann ich ja jetzt natürlich nicht mehr stehen. Da sind ja jetzt die Skordiska. Mit wem habe ich noch Krieg? Pergamon Adiae. Okay. So, mit wem hatte Rom denn noch so Krieg? Odrisen. Odrisen könnten gut sein. Habe ich mit denen noch nicht Angriffspakt? Versuch die Wahrheit nicht mit Honig. Sprecht offen und ich werde ehrlich mit euch sein. Schmeichelt mir und... Machen wir das? Nun gut, wir werden andere Beute jagen und unsere eigenen Trophäen erringen. Handel kann ich nicht, ne? Okay. Dann die Skordiska, bitte. Wir hören uns eure Angebote gern an, aber wickelt sie nicht in Lügen ein. Die Geister kennen die Wahrheit. Holen wir uns einen militärischen Zugang. Ich werde meinem Volk von unserem Abkommen berichten. Sollen wir uns noch Kaukasien holen mit ein oder zwei Armeen? Ich weiß nicht, als nächstes sind ja auf jeden Fall dann die Odrisen drin, ne? Wir gucken mal. Für den Ruhm unseres Volkes. Bewegung. Vorwärts. Zu euren Diensten. Schneller, ihr Verfluchten. Ja, du bleibst mal bitte stehen. Bleibst du mal auch noch stehen. Okay, und die habe ich schon alle benutzt, ne? Ja. Was war hier? Kinder der Kretze. Unzählige Schar hat noch einen Bewegungsbefehl, ob er dem bleibt. Okay. Gucken wir in die nächste Runde. Und trinken mal noch einen Schluck Kaffee. Mein Versagen beschämt mich. Der Typ hat gefailed, okay. Sehr schade. Vielleicht greifen wir da noch die Steppenhorden an. Halt auf dem Weg. Da ist ja nicht so viel zu tun, ne?
Ah ja, der will jetzt irgendwelche Agentenaktionen machen oder was? Läuft jetzt hoch Richtung Navissos. Okay. Aha. Ja klar. Und weg ist er. Ja, das war eine Stadtgarnison. Schade, das wäre cool gewesen, wenn es ein General gewesen wäre. Was hast denn du da eigentlich? Auserwählte Schwerter. Oh, shit. Speerkrieger. Ah. Fiese Einheiten. Die klatschen mies ab. Was wollen wir hier? Bankette, Rivalen. Boykottieren, bitte. Okay, ah, Architekten von Saba, genau. Was sollen die machen? Wohlstand. Minus 10 auf Baukosten. Plus 5 Loyalität. Minus 8 Wohlstand. 20% Forschungsrate. Minus 10 auf Baukosten. Machen wir das. Okay, du solltest eigentlich die ADI angreifen. Aber warte mal schnell. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Das muss ich mal gerade ausprobieren. Zum Sieg! So, Pergamon ist weg. Kannst wieder zurück in die Stadt. Wo können sie sein? Wo können sie sein? Aha. Da. Dann segeln wir da noch ein bisschen näher ran. So, und hatten wir nicht irgendwo hier noch eine Flotte? Da, ne? Genau, jetzt müssen wir mit zwei Flotten, müssten wir ihn eigentlich kriegen. Was machst du? Du bist auf dem Weg nach Ephesus. Ich mach mal so. Es geht dann auch schneller von der Schiffsreparatur. Das heißt, da gibt es auch nur noch eine relevante Fraktion, ne? So, pass auf. Ich erwarte eure Befehle. Mal, wie weit kommst du? Die Flotte meldet sich, mein Herr. Ich erwarte eure Befehle. Warte mal. Ich erwarte eure Befehle. Warte mal, warte mal. Haben wir nicht militärischen Zugang bei Pergamon? Haben wir nicht Zugang bei Pergamon? Pontos meine ich. Seid gegrüßt, Freund. Wein? Ja. Oliven. Die Flotte meldet sich, mein Kurs beibehalten. Ja. Eure Befehle, mein Herr. So. Weil dann segelst du nämlich bitte hier nach Phasis. Das geht, glaube ich, schneller. Und du läufst hier unten lang. Ist das alles? Jawohl. Haben wir noch eine weitere Armee hier? Bitte hierhin. Habe ich noch irgendwelche Verträge mit denen? Willkommen! Sprech! Mach schon! Vergeudet keine Zeit! Die besser mit... Nee, ne? Willkommen. Wenn ich jetzt hier sagen würde... Okay, und mit Kolchis, da bin ich aber... Mit Kolchis bin ich noch halbwegs gut, ne? Mit denen haben wir auch ein Handelsabkommen, ne? Ja, da müssten wir dann Pontus oder so fragen, ob wir da im Krieg beitreten sollen. Wir könnten auch... Verträge mit Syrakus irgendwann mal auflösen und dann halt, keine Ahnung, den Avernern anbieten, dass wir da dem Krieg beitreten. Wobei die Römer das wahrscheinlich relativ schlecht finden. Mit den Apuliern habe ich auch nicht viel zu tun, ne? Hm.
Komm, lass mich euch reden hören. Ich warne euch. Kriecherei und Nettigkeit. Wir beenden mal den Nichtangriffspakt mit den Goten. Das bringt uns ja eh nichts. Sie wollen ja nicht handeln. Okay. So, und jetzt gucken wir mal hier unsere Siedlungen nochmal durch. Nur bei der Nahrung müssen wir ein bisschen aufpassen, aber auch nur ein bisschen, ne? Aber wir wollen ja irgendwann die Hauptketten auch weiter ausbauen. Ja, vielleicht ist das mal jetzt auch so. Komm, wir gucken mal hier, Hauptketten auf 3 ausbauen. Kostet natürlich schon mal was an Nahrung, aber müsste eigentlich hinhauen. Worst Case Szenario. Ich muss irgendwelche Bibliotheken umbauen. Was aber auch easy machbar ist. Ja, gut, okay. So. Ich hätte erst nochmal versuchen sollen, die Agenten hier zu assassinieren oder irgendwie sowas. Egal. Schnell und leise. Für den Ruhm unseres Volkes. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Beeilt euch, Männer. Ziel auf euch. Ich dürste nach einer Schlacht. Du mal nach Navissos. Ich bin euer Verteidiger, mein Herr. Wohlgestanden, ihr Jammer. Erreicht eure Ruhm und Ehre. Hui. Die hat wenig Bewegungsreichweite, die Schwester. Zu euren Diensten. Versuchen wir mal, unsere Kriege so ein bisschen nach da oben zu verlagern. Pella garnisonieren wir. In der Polonia habe ich kurioserweise vergessen, den Fischereihafen auszubauen. Wir haben da eine Garnison, ne? So ist es ja nicht. Geh mal nach Larissa. Kannst zurück. Ne, warte, du kannst nicht zurück. Stopp, da sind ja noch die ADI. Irgendwie sowas. Da musst du ja weiter gucken. Die müssen wir ja irgendwann noch erwischen. So, gucken wir mal. Nächste Runde. Ne, warte, gucken wir noch nicht nächste Runde. Stopp. Hier. Ich bin der Schlechter. Bereit für Ruhm und Ehre. Ich bin euer Verteidiger, mein Herr. In Bewegung. So. Jemand will meinen Weg. Meine Worte sind die euch. Mein Herr. Ja, so, jetzt würde ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob die Städte noch wachsen, aber ich stelle jetzt tatsächlich mal alle ein Stückchen rüber, dann kann ich mir das nämlich schenken, mir die immer wieder aufs Neue angucken zu müssen. So. Stimmt, da ist ja noch eine Armee da unten. Vielleicht wäre es euch möglich,
Und ich frage mit dem höchsten. Ja, da kann ich mich nicht zu durchringen. Achso, falls ihr hier so ein schnaubendes Geräusch hört, das ist mein Sohnemann, der hier gerade bei mir schläft. Freunden ist eine gute Sache. Vielleicht wäre es. Jetzt wieder Tag der Bündniseinladungen. Wir sind der Maat würdig. Minus 8 Loyalität. Super. Okay. Für den Ruhm unseres Volkes. So, als Verteidigungsarmee können wir die, glaube ich, mal mit da hochnehmen, ne? Es ist eine Ehre, euch zu. So, die Adiai sind da irgendwo da hoch gesegelt, ne? Kurs beibehalten. Flotte bereit. Ne, steht eh irgendwie. Ah, doch. Wir halten auf sie zu. Cool. Versklaven, bitte. Ja. Ah, die Zira, okay. So, dann die eine Flotte noch hierhin, bitte. Okay. Ich will mal wissen, was da oben los ist bei den Odrisen. Ah ne, warte mal. Was ist das für eine Armee? Die ist schon sehr gut, ne? Ich erwarte eure Befehle. Das können wir nicht tun. Du kannst ja mal dahin laufen. Und wo war die andere Armee? Hier. Ja. Ja, es ist jetzt viel Micro, ne? Bereit für Ruhm und Ehre. Wir müssen schnell sein. Ich dürste nach einer Schlacht. Bereit für Ruhm und Ehre. Ja, lass die Armee da ruhig mal da drin stehen. Das ist, glaube ich, soweit ganz in Ordnung. Ich bin unbedeutend. In Bewegung. Ich kann nicht weiter. Mein Herr. Schneller als der Wind. So. Okay. Irgendeine Armee, die da jetzt. Zu euren Diensten. Ist zumindest noch ein Agent, den wir noch nicht bewegt haben. Ihr Befehl. Wie kann ich euch dienen? Aktivieren. Meine Worte sind die Eulen. Aktivieren. Aktivieren. Zu dienen ist eine Ehre. Machen wir erstmal nochmal drei gescheite Schiffe hier. So, Krieger der Sonne bunkern sich mal gerade hier ein. Die bleiben bitte hier auch stehen.
Ich überlege gerade, gegen wen wir da so zuerst kämpfen wollen, ne? Sofort! Wie lautet euer nächster Befehl, mein Herr? Zu euren Dienst. Rückt vor! Ich erwarte eure Befehle. Beeilt euch! So. Könnte Isis Blem bitte da stehen? Die Kinder der Kretze können jetzt, glaube ich, auch raus. Das Ding ist halt nur, wenn wir die Goten hier angreifen wollen, wollen wir das dann über den Seeweg auch machen. Die haben ja auch ein paar Provinzen so, ne? Und müssen wir hier jetzt eigentlich noch eine weitere Armee aufstellen? Können wir gar nicht, ne? Dann lass den hier mal weg. Mal den 15% Steuersatz. So, und ich glaube, nach diesem Part oder nach dieser Runde mache ich dann auch wieder Schluss für heute erstmal, weil mein Sohnemann gleich aufmachen wird. Ja, wobei, noch ist er friedlich, ne? Ei, diese ganzen Bündnisanfragen sind echt ein bisschen lästig, ne? Okay, die horitischen Priester bekommen einen Hofadling dazu. Sind wir damit wieder hier ein bisschen schlechter geworden, ne? Andere Faktoren minus 8. Tja. Müssen wir halt mal gucken, dass wir das so ein bisschen abändern noch. Okay. Oh, die Averna sind im Eimer. Krass. Okay. Bereit für eure Befehle. Dann haben wir aber immerhin hier schon mal die Flotte ready. Und dann kannst du nächste Runde hier hin und dann holst du hier diese Armee ab. Also diese Armee kannst du dann nächste Runde abholen. Muss ich mal gerade gucken, wo rekrutiere ich dann die... wo rekrutiere ich dann clevererweise meine Spione? Mehr Sichtfeld ist gut. Machen Gepäck zerstören und ein größeres Sichtfeld. Dann kannst du mal hierhin watscheln. Ja, die sind ansonsten alle bereit, ne? Gut, die sollten da jetzt auch stehen bleiben, da dürfte dann eigentlich nichts mehr passieren, ne? Ja, okay. Also, dann machen wir jetzt mal hier Schluss an der Stelle.
Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zugucken. Jetzt müsste ich mal gleich noch hier... Ah, doch, eine Sache müssen wir noch schauen. Und zwar die Zira, ne? Das ist hier so eine Admiralsfrau. Die wird bitte hier den Handel schützen. Und du, der Amar Nirenas, der ist ein normaler Admiral von mir. Da packen wir mal gerade irgendeinen anderen Typen rein. Vielleicht von der ägyptischen Familie. Weil das Schiff, das wird jetzt erstmal ein paar Jahre unterwegs sein, ne? Und solange kann der andere Bursche ja unsere Fraktion ein bisschen aufpeppen. Und ich kann den ja immer noch adoptieren, wenn es drauf ankommt. So, da wollen wir übrigens auch mal gerade gucken, der ist tatsächlich gut, ne? Asamosata. Asamosata war... Wo war das nochmal? Der war hier, ne? Du bist das, ja. Ich glaube, die adoptieren wir tatsächlich. So, und dann machen wir mal hier Schluss. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.